Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Feel to Beast Infinity Evolved. So, ich bin heute mal alleine, sowohl im CS, okay, ich bin noch nicht mal im CS, aber also auf Server. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was ich heute machen würde. So, das erste Großprojekt ist ja relativ gut verlaufen, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt mit dem nächsten an. Ich möchte jetzt mir langsam mal eine Query anfangen. Und habe mir überlegt, ich mache eine Ender-Query. Tesseract habe ich keinen Bock drauf, ich mache einen Dimensional Transceiver. Wenn schon Ender-IO, dann richtig Ender-IO. Und dafür brauchen wir mal ein bisschen Electrical Steel. 4 Stück. Machen wir wieder mal hier das Fertige rein. Dann habe ich noch 2 Ender-Steels, okay. Nee. So, wir brauchen einen Ender-Resonator. Dafür brauchen wir einen Slice and Splice erstmal. Das sollte kein Problem sein. Slice and Splice. Machine Chassis, Schere, Axt, Kopf und Solarium. Solarium müssten wir nicht mehr haben. 5. Soul Sand, Soul Sand. Soul Sand habe ich nicht mehr. Komm, dann mache ich mal gerade eine neue Schaufel. Da gönne ich mir einfach mal, dann mache ich gerade eine Dierschaufel. Verzauber die dann sogar nochmal, dass das ein bisschen schneller geht. Einmal auf Level 30 verzaubern. Das sollte dann relativ schnell gehen, Soul Sand zu produzieren oder abzufahren. Hier Effizienz 4 an Breaking 3. Das sollte. Das wird reingeknüppelt. So. Man sollte meinen, ich würde jetzt etwas sagen, was. Naja, also wie widersprochen sich selbst ist, aber ich habe Zeit. Ich habe nichts gesehen. Wie kommt es dazu, dass ich jetzt auf einmal Zeit habe? Ganz einfach. Mein Abitur ist vorbei. Ich habe das Abitur bestanden. Bin jetzt schon mit dem Abi abgegangen und ja. Ich suche mir jetzt erstmal noch bis zum Ausbildungsbeginn ein Praktikum. Hab dann auch erstmal keinen Klausurstress mehr, kann dann auch wirklich abends, wenn ich dann fertig bin, mit der Arbeit schön entspannt aufnehmen, alles rendern und hochladen. Ja, da geht noch ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, entspannt rendern und hochladen. Und dann fängt dann bald erstmal die Ausbildung an, aber bis dahin habe ich jetzt mal jede Menge Zeit. So, Soulcent-mäßig sollte das dann jetzt auch hier im Moment reichen. Ja, komm schon mal hier, das reicht locker. Portal. Gut. Wie war das denn so mit dem Abitur noch für mich? Also. Anfangs habe ich gedacht, juhu, endlich mache ich das Abitur, ich freue mich drauf. Aber das wird dann über die Jahre, sag ich jetzt mal, immer mehr so, oh nein, nicht schon wieder, nicht gut und so weiter. Also das Fachgebiet, was ich gemacht habe, die Elektronik, sag ich jetzt mal. Ich war ja so im Fachgebiet der Systemelektronik, Informationstechnik, aktiv. Also Informationstechnik und Systemelektronik aktiv. Meine Fresse. Lern Deutsch, du Spacko. Also das erste Schuljahr war noch einfach. Also ging es generell so um generell ein bisschen Hardware und so weiter, Grafikkarte und so ein Rotz. Ist ja kein Ding. Also das sollte man meinen, dass man das relativ schnell drauf hat. Also ein klein wenig lernen war schon vonnöten, aber es war eindeutig schaffbar, also das war kein Ding. So, diesen Bereich habe ich so locker mit einer 2 bestanden. So, dann das nächste Kapitel. Wurde dann schon was heftiger. Habe ich noch... Ja, komm, ich mache einfach hier 10 Stück davon. Ja, das nächste Kapitel war dann so Netzwerktechnik. Das war schon heftiger. Das ging dann so weiter mit IP-Adressenberechnung und so ein Rotz. Generell strukturiertes Verkabeln.
Das war schon nicht ohne. Hab ich aber dann auch noch gemeistert. Waren zwar dann nur noch eine 3, so gerade noch auf eine 3 gekommen. Aber naja, ich habe das geschafft. Dann das letzte Jahr. Mikrocontroller-Technik. Da habe ich geweint. Ich habe echt nur noch geweint. Also was dann abging, das war echt nicht schön. Also ihr habt ja auch schon mitbekommen teilweise, dass ich teilweise sogar die Aufnahmen habe sausen lassen, weil es zu heftig wurde. Ja. Okay. Jetzt müssen wir ganz kurz zurück zum Dimension Transceiver. Der Ender-Resonator. Enderman Head, Solarium, Silicon und Vibrant Alloy. Zwei Silicon, Vibrant Alloy. Zwei Solarium. Was war das jetzt gerade für ein Lag? Okay. Ach nee, hier habe ich jetzt. Oh nein. Ich habe gerade so eine Befürchtung. Okay, es geht gerade wieder was. Hier. Ein Enderman Head. Generell können wir da hier schon was reintun. Das und das. Das machen wir schnell fertig. Hier von wieder für als Treibstoff nehme ich das jetzt mal für den Slice and Splice. Weil der braucht nämlich mal eine Axt und eine Schere. Da rein. So, der arbeitet jetzt schon mal das durch. Dann brauchen wir einen Enderkristall. Das heißt, wir brauchen wieder ein ein 5 Alloy. Sollte kein Problem sein. Ich habe noch ein bisschen Energetic jetzt auf Vorrat gemacht. Yes, ist schief von Gott. Enderperle rechtzeitig reingetan. Fused Quartz brauchen wir. Quartz habe ich was nachgefarmt und Glowstone auch. Das muss ich aber noch dem Street geben. So. Das war mit einem Emerald, genau. Wie kommt hier die? Ja gut. So. So, das haben wir. Dann eine Soul Vial für einen Ender Crystal. So. Ender Resonator. Das kommt dahin. Das dahin. Und ich müsste mal ganz kurz die Aufnahme unter. So, und da bin ich auch schon wieder. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. So, wir brauchen dann einen Octadick Capacitor. Dafür mache ich jetzt auch schon mal direkt die beiden Vibrant Alloy fertig. Zack, zack. Der Ender Crystal ist auch schon fertig. Also brauchen wir jetzt wirklich nur noch den. Na, wie heißt der? Octadick Capacitor. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel ich dafür brauche, wie viele Capacitor. Ich habe jetzt einfach mal gemacht. Davon brauche ich dann noch 3. Und hiervon kann ich einen gebrauchen. Weil jetzt kommt das in die Mitte. Und so, und wir können uns dann schon hier die Vibrant Alloys abholen. Ja, Vibrant Alloy, nicht Vibrant Alloy. Einen Octadick Capacitor. Und wir haben einen Dimensional Transceiver. Sehr schön. Und was fällt mir gerade ein? Ich dussel brauche 2 davon. Es ist wie jeder Tesseract. Deswegen mache ich das schon mal gerade 7 auf Ford. So. Ja, ich
brauche zwei Solarium dieses Mal nur. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Gut. Der kann da rein. Ein Enderman Head. Zwei Silicon. Und dann sollte es das auch schon gewesen sein. Dann haben wir das Teil schon wieder da fertig. Jawohl, Solarium kommt rein. Das haben wir. Was waren das jetzt eben? Das waren 8 müssten das gewesen sein pro Capacitor. Ich habe echt keine Ahnung, das muss ich mir irgendwann einfach mal irgendwo festhalten. 1, 2. Ja, das waren 8. Und ich hatte hier noch, wieso mache ich mir, ist jetzt egal. Habe ich ein paar auf Vorrat. 1, 2. 1. So, Vibrant Alloy Gefixe und Octadeck Capacitor. Jetzt hiervon wieder 8. Und das hier rein. Jetzt brauche ich noch einen neuen Enderman. Ist gerade Nacht. Ich hoffe es, das sieht gut aus. Jetzt mal ganz viel so ein bisschen rum und hoffen, dass gerade ein Enderman hier unterwegs ist. Na? Das sieht nicht danach aus. Nee. Hier so vielleicht? Auch nicht. Verdammte Axt. Ja, jo. Dann bewege ich mich doch noch mal ganz kurz ins End. Sollte ja schnell gehen. Na? Hallo, du bist mein Kandidat. Dankeschön. Nee. So, das hier überspringen. Wie sieht das hier aus? Ja, ich habe da jetzt mal so eine Art dauerhafte Schleife eingebaut, dass hier immer so Gold reinkommt, weil Kupfer war Schwachsinn, weil ja die Goldmünzen doppeln und dann sind immer zwei Flüssigkeiten drin. Weil jetzt geht das gleich Gold, das Gold wieder raus. Ja, das läuft perfekt. Sehr schön. Das war ich gerade da und hätte einen Emerald holen können. Was? Das wird nicht. Lol, die haben die Schaufel umbenannt? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich dachte immer noch, dass es ein Diamond-Schaufel wäre. Flop. 10 Level. So. Was fehlt jetzt noch? Der Ender Resonator dürfte fertig sein. Der Octadeck auch. Das Electrical Steel war hier. Habe ich selbst schon gemacht. Bin stolz auf mich. So, Eisen. Hier war das. So. Ender Crystal und Fused Quartz. So, der zweite Dimensional Transceiver ist fertig. Und ich würde sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie weit ich mit der Folge bin. Ich würde sagen, das war's dann jetzt erstmal für heute.
Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Hallo?